Was geht ab, Leute? Lejanko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, das letzte Video, Schlägerei mit Dead Big Head, ist durch die Decke gegangen. Das war sogar in den Trends. Ihr meintet alle, ich soll draus ein Format machen und darauf habe ich richtig Bock. Denkt jetzt nicht, dass ich irgendwie meine alten Videos vernachlässige. Die alten Videos werden natürlich auch kommen, aber ich habe Bock, mehrere Formate durchzuführen. Und ja, ich merke auch, ihr habt Bock drauf. Und ja, unser heutiger Gegner ist Lil Lano. Bitte guckt ihn euch einfach an. Ey, 1:1. Ich weiß, er hat diese Braids nicht mehr, aber das hat jetzt einfach perfekt zu diesem Outfit und alles drum und dran gepasst. Ich habe so ein bisschen beim falschen Supreme geschaut, da hat er genau dieselbe Frisur. Also Leute, ich glaube, keiner kann ihn besser erstellen als ich, niemals. Aber egal Leute, wir reden viel zu viel. Lil Lano möchte der neue Champion werden. Und ja, dafür müsste er auf jeden Fall gegen Lejanko gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass er gegen Lejanko gewinnen kann, weil Lejanko ist einfach der König aller Könige. Okay. Aber egal, wir gehen jetzt zum Match. Viel Spaß. Wallah, Bila, am Ende kämpfe ich noch gegen Persia X oder so, Alter. Ich schwöre, ich würde mich behindert lachen. So, Leute, hier sehen wir Lil Lano mit seiner geilen Frisur und seiner 15.000-Euro-Kette. Und rechts sehen wir natürlich den Gucci-Träger Lejanko. Natürlich Fake aus Türkei. Woher denn sonst? Das wird auf jeden Fall ein spannender Kampf zwischen den beiden. Ey, ich bin auf jeden Fall gespannt. Oh mein Gott, da hören wir schon Lil Lanos Musik. Oh, der ist ja voll am Viben da. Oh, der ist am Tanzen. Was machst du da, Lil Lano, lo? Boah, Alec geht ja richtig ab. Boah. Alec ist am Viben, Alec ist am Tanzen. Er ist null schüchtern, Leute. Er möchte heute Lejanko auf jeden Fall auseinandernehmen. Was er meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht schaffen wird. Ey, das sieht auf jeden Fall schon mal krass aus, ja. Lil Lano geht ja voll ab, ja. Der ist ja voll motiviert. Ich bin mal gespannt, ob der Lejanko auf jeden Fall Probleme machen wird, weil Lejanko ist ja krass. Oh, Lejanko. Lejankos Einzugsmusik. Oh, Lejankos Einzugsmusik. Lejanko kommt. Da, der YouTube-Champion, Leute. Lejanko, er macht sich wieder fit. Er springt rum. Er ist voll motiviert. Er schwitzt leider wieder. Ja, kann ja nichts für, ne? Er hüpft ein bisschen rum. Er macht sich schon mal fit. Er macht sich schon mal fit. Er schaut die Zuschauer an. Und er läuft Richtung Ring, wie ein Psychopath. Leute, ich glaube, er wird Lil Lano völlig auseinandernehmen. Davon gehe ich stark aus. So Leute, an der Ecke sieht man Lil Lano. Ey, mit seinem falschen Supreme, das sieht aber trotzdem irgendwie gut aus, ja? Oh, er hat 2 Uhren. Oh, er hebt seinen Finger hoch. Er hebt seinen Finger hoch. Er macht auf krass mit seiner Nase. Seine Nase ist auch perfekt. Okay. So. Und in dieser Ecke steht Lejanko. Lejanko steht einfach da. Er schaut Lil Lano an, als wäre es sein Ernstfeind. Oh mein Gott, Lil Lano macht sich bereit. Oh, Lejanko, er schwitzt. Oh Leute, es hat angefangen. Es hat angefangen. Boah, Lejanko hat ja neue Moves drauf. Oh, jetzt tritt er ihn gegen seinen Rücken. Hey, Lejanko ist völlig motiviert. Oh, jetzt gibt er ihm Box in die Fresse. Oh mein Gott, was macht Lejanko da? Oh mein Gott, Lil Lano ist rausgeflogen. Was macht Lejanko da? Lejanko springt raus aus dem Ring. Was holt er da raus? Was holt er da raus? Oh mein Gott, was holt er da raus? Oh mein Gott, Lejanko wird zum Psychopath. Er hat direkt eine Leiter rausgeholt. Oh mein Gott, Lil Lano ist hinter ihm, gibt ihm eine Box. Scheiße. Ey, er macht Welle, ja? Er macht Welle. Was willst du, Lan? Oh, Lil Lano hat Power, ja? Der wehrt sich. Nicht so wie Dead Big Head, der sich nur in die Hose scheißt. Oh, Lejanko, gib ihn. Pff, was ein Kick, Leute. Oh mein Gott, Lil Lano dreht durch. Lil Lano dreht durch, oh mein Gott. Boah. Lil Lano hat ja Power, dann. Ey, nein, 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 was macht Lil Lano da? Ah, nein. Oh mein Gott, was macht Lil Lano da? Oh mein Gott, nein, 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 nein. Lil Lano darf nicht gewinnen, dann. Boah. Da kommen wir raus. Boah, da ist mal Lil Lano wieder so einen Kick in die Fresse bekommen. Was macht Lejanko? Lil Lano liegt auf der Leiter. Bruh. Oh mein Gott, er wehrt. Bruh. Oh mein Gott. Was geht hier ab, Leute? Dagi, Lil Lano, was geht ab? Lil Lano hat ja richtig Power, ja? Aber Lejanko ist stärker. Lejanko. Was sind das für Moves, Lan? Lejanko, wo hast du trainiert?
Zusammen mit Ombak oder was? Oh mein Gott, was passiert da? Was passiert da? Tergi, Leute, ist durchgebrochen an meiner Güte. Ey Leute, nein. Was hat die Junko vor? Was hat die Junko? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist das Ende von Lil Lano. Ich glaube schon. Aber ich glaube, ein Finisher geht noch. Und dann ist Lil Lano tot. Oh mein Gott, was macht der da? Was ist das für ein Finisher, Lan? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, Lil Lano ist tot. Aber Lil Junko will noch Action. Er holt wieder Bongo-Stange aus Thailand. Oh mein Gott, was hat er mit dieser Stange vor? Er kann nicht in den Ring rein, weil er zu breit ist. Okay. Oh mein Gott, er wartet, bis Lil Lano aufsteht. Lil Lano, steh auf. Lil Lano, steh auf. Komm schon. Uff, gegen seinen Rücken. Oh, wenn der nicht blaue Flecke hat, ne? Dann weiß ich auch nicht. Oh mein Gott, Lil Junko schlägt auf ihn ein wie ein Psychopath. Oh mein Gott, er wehrt. Puff, was ein Dings in die Fresse. Tergi. Lil Junko zeigt keine Gnade, er haut immer noch drauf. Er haut immer noch drauf wie ein Psychopath. Er haut immer noch drauf. Was macht jetzt Lil Junko? Lil Junko soll das Ganze einfach beenden. Und boah, was ein Finisher, Mann. Okay. Lil Junko dreht durch, Lil Junko dreht durch, oh mein Gott. Lil Junko dreht durch. Ich glaube, das ist das Ende von Lil Lano. Boah, ich glaube, das ist das Ende. Wenn da jetzt Lil Lano rauskommt, dann holla die Waldfee. 1, 2, 3. Und Lil Junko ist immer noch der YouTube-Champion. Leute, das war auf jeden Fall ein spannender Kampf zwischen Lil Junko und Lil Lano. Aber das war so oder so klar, dass Lil Junko alles rasieren wird. Weil Lil Junko ist einfach der YouTube-Champion und keiner kann ihm das Wasser reichen. Okay. Leute, schreibt jetzt in die Kommentare, wer der nächste Gegner sein soll. Viele meinen, es soll Persia X werden. Ob es auch wirklich Persia X werden soll, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Auf Nabo würde ich mich natürlich freuen. Folgt mir auf Snapchat, folgt mir auf Instagram. Links sind natürlich in der Beschreibung. Und ja, meine Freunde, passt auf euch auf. Macht keine Scheiße. Und haut rein. Immer wie man am Mädchen. Kein Kokain, immer pure Famille. Sei mal wie man am Mädchen.